Seit dem Tief Ende März der Aktienmärkte im Gefolge der Corona-Krise ging es ja dann massiv nach oben. Und was war es, was die Märkte nach oben trieb? Natürlich einerseits die Notenbankpolitik, aber andererseits war es eben auch die Euphorie über diese Tech-Aktien, die scheinbar die Riesenprofiteure dieser Krise sein würden. So hat man sich gedacht, die gewinnen, alle anderen verlieren. Deswegen sind diese Aktien gut gelaufen, haben, weil sie stark gewichtet sind in den Indizes, die Märkte insgesamt mit nach oben gezogen. Aber jetzt ist irgendwas passiert. Jetzt haben wir einen Gamechanger und vieles riecht danach geradezu, als sei jetzt die Tech-Party vor dem Ende. Gestern habe ich noch mich mit jemand unterhalten, der sagte mir, ja, mein Bankberater, der hat gesagt, du musst jetzt mal in diese großen Tech-Aktien wechseln. Da habe ich gesagt, das würde ich jetzt an deiner Stelle eher nicht tun, denn die Party ist vorbei, die Party ist gelaufen, jetzt wird noch das letzte Bier gesoffen, aber der kommende Kopfschmerz, der kündigt sich schon an, der Kater wartet schon um die Ecke sozusagen, aber der Reihe nach. Schauen wir uns zunächst mal an, was praktisch hier eigentlich schon evident ist. Wenn die Demokraten gewinnen, und die Umfragen deuten ja derzeit darauf hin, dann sieht es so aus, dass Big Tech ein Riesenproblem kriegt, vor allem von zwei Damen. Hier sehen Sie einmal Elizabeth Warren, die schon lange versucht, diese Tech-Konzerne an die Leine zu nehmen, und die andere ist Amy Klobuchar, auch eine bekannte US-Demokratin, und die sagen, die haben zu viel Macht, diese Tech-Konzerne. Da müssen wir aufspalten, da müssen wir sagen, Google, du kannst deine Suchmaschine haben, aber dann musst du YouTube verkaufen, Amazon, du kannst hier eine solche Plattform anbieten, aber dann darfst du nicht selbst deine Produkte dort verkaufen und privilegieren und so weiter und so fort. Und das ist natürlich jetzt etwas, was das Geschäftsmodell dieser Riesentech-Unternehmen, das ja hervorragend funktioniert hat, doch ziemlich schrumpfen lassen würde. Und das dürfte der Grund sein, warum wir bald so ein bisschen Schwierigkeiten bekommen bei eben diesen heiß gelaufenen Werten. Schauen wir uns mal die Hierarchie jetzt an, vielleicht, die an den Märkten, an der Wall Street der Fall ist. Da haben wir zunächst mal die Hoffnung auf den zusätzlichen Stimulus. Das ist wahrscheinlich die Nummer 1. Dann haben wir jetzt an Nummer 2, wie gehen denn die Congressional Elections aus? Also eben die Frage, werden die Demokraten in der Lage sein, beide Kammern zu gewinnen, auch den US-Senat zu gewinnen. Dann erst an dritter Stelle die Election Day Results, weil man sich sagt, naja, es wird nicht knapp, das werden die Demokraten gewinnen. Das zumindest ist jetzt die Mainstream-Auffassung. Und dann an vierter Stelle eben Coronavirus-Vaccine sozusagen. Heute hat die FDA, die amerikanische Behörde, hier gesagt, naja, selbst wenn jetzt ein solcher Impfstoff käme, mindestens 2 Monate Erprobung würde da nötig sein, bevor man das auf den Markt loslässt. Also in diesem Jahr wird es nichts mehr, auf Deutsch gesagt, das war ohnehin unwahrscheinlich, aber Schwamm drüber. Aber schauen wir uns jetzt mal an, dass trotzdem noch sehr viel Geld jetzt in diesen Triple Q fließt, dieses maßgebliche Nasdaq-ETF. Hier sehen wir, dass da richtig Geld reinfließt, dass man also nicht glaubt, dass diese Tech-Party vorbei ist. Auf der anderen Seite, oder vor allem die kleineren Investoren das nicht glauben. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt insgesamt so ein bisschen eine Stimmung, wie wir sie zuletzt gesehen hatten bei den Korrekturen 2017, 2018. Man denkt sich ja, wo ist eigentlich jetzt der nicht bullische Fall für die Aktienmärkte? Wenn die Demokraten gewinnen, ist doch gut, haben wir mehr Stimulus. Wenn die Demokraten nur teilweise gewinnen, ist doch auch nicht so schlecht, dann steigt die Verschuldung nicht. Also man versucht permanent das Gute zu sehen, den nur bullischen Case zu sehen, aber da ist natürlich oder warten doch einige Risiken, die man doch zumindest erwähnen sollte. Sei es drum, jedenfalls hier nochmal eben jetzt das, was historisch bisher der Fall war, seit 1952, wenn wir eine Korrektur der Märkte gesehen haben von mindestens 20% oder eine Rezession gesehen haben in dem Jahr der Präsidentschaftswahlen, dann hat der Amtsinhaber immer verloren. Kann diesmal natürlich anders sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann derzeit eben eher gering. Ich werde ja schon des Trump-Bashings immer wieder beschuldigt von den sehr, sehr zahlreichen Trump-Anhängern, die meine Videos sehen, warum auch immer. Ich habe mir die nicht ausgesucht, um es mal so zu formulieren. Den möchte ich mal
hier Max Weber ans Herz legen, das Buch Wirtschaft und Gesellschaft, Merkmale der charismatischen Herrschaft. Und wir haben es ja bei Trump mit einer charismatischen Herrschaft zu tun. Jemand, der irgendwie außeralltäglich ist, der etwas Besonderes ist, dessen Anhänger sagen, ja, der wird auf jeden Fall die Wahl gewinnen. Da lässt man überhaupt nicht mit sich reden. Da kann man Argumente anführen. Das prallt total ab, eben weil der Glaube an diesen charismatischen Herrscher da ist. Und das macht sozusagen dieses System so in sich geschlossen. Da gibt es eine doch relativ starke Neigung zu alternativen Fakten, wenn man das mal so formulieren wollte. Und Max Weber hat hier zum Beispiel geschrieben, dann, und das ist das Problem, das Donald Trump jetzt so ein bisschen hat, er war ja erfolgreich oder die Wirtschaft schien zu laufen und wenngleich natürlich mit viel, viel Stimulus durch die Notenbanken und auch als Erbe der Vorgängerregierung, muss man ja auch mal fair sagen, das ist wie in vielen anderen Regierungssystemen auch, dass dann eine Regierung teilweise die Früchte erbte der Vorgängerregierung, aber sei es drum, jedenfalls sehen wir hier, dass Max Weber formuliert, bleibt die Bewährung aus dieser charismatischen Herrschaftsfigur, hat sie also keinen Erfolg mehr, dann wird sozusagen die Geschichte schwieriger, weil dann die Beherrschten natürlich sich sagen, wenn wir sozusagen die Früchte nicht mehr ernten dieser charismatischen Figur, dann schwindet der Glaube an eben diese Figur und genau das ist jetzt der Grund, warum Trump natürlich das Blaue vom Himmel jetzt gerade wieder verspricht und eben an die Anhänger appelliert zu sagen, glaubt an mich, ich werde alles wieder in einem paradiesischen Zustand herstellen, wir werden momentarily die Vaccine haben, also augenblicklich kommt gleich um die Ecke, haben wir den Impfstoff, ist natürlich sachlich nicht richtig, wird eine riesen Erholung der Wirtschaft, ist wahrscheinlich sachlich nicht richtig, also er verspricht sehr, sehr vieles. Und das ist doch jetzt genau das Problem, mit dem es die Trump-Anhänger ja auch zu tun haben, dass sie das erste Mal vielleicht so richtig jetzt zumindest im geheimen Hinterstübchen die Möglichkeit bedenken müssen, dass Trump diese Wahl verlieren könnte. Wie gesagt, es ist ja nicht sicher, aber es ist zumindest alles andere als ausgeschlossen. Vor einem Jahr schien das ja faktisch noch ausgeschlossen zu sein und jetzt eben dieses Umdenken. Aber kommen wir zurück zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq im 4-Stunden-Chart in den Charts von Capital.com und wir sehen, das ist eine Erholung, okay, aber von dem Tief, aber es ist eben weit entfernt von dem Niveau Anfang September, als der Nasdaq ja massiv abverkaufte oder zumindest 12-13% abverkaufte in sehr, sehr kurzer Zeit. Wir sind also noch lange nicht an diesem Ausgangspunkt Anfang September. Schauen wir uns dagegen mal den Russell 2000 an, diesen Nebenwerteindex, in dem zum Beispiel viele Finanzwerte, kleinere Finanzwerte dabei sind, dann sehen wir stehen jetzt höher als zu dem Hochpunkt Anfang September. Wir sehen also, dass diese Nebenwerte besser laufen schon als der Nasdaq. Wir sehen zum Beispiel Banken sehr, sehr stark. KBW-Bankenindex in den USA, werfen Sie da mal einen Blick drauf, der sieht gut aus. Weil eben möglicherweise jetzt auch die Renditen wieder ansteigen werden. Man spielt die Situation, ja, wenn die Demokraten das gewinnen, wird die Verschuldung nach oben gehen, dann werden die Inflationstendenzen nach oben gehen, dann müssen die Renditen steigen. Das wäre dann wiederum gut für die Banken. Also wir sehen, hier sind sozusagen unter der Oberfläche Veränderungsprozesse. Wir haben in Sachen Stimulus, das ist ja eigentlich das Wichtigste für die Märkte, jetzt die Situation, dass Mnuchin und Pelosi heute wieder telefonisch miteinander sprechen werden, aber Pelosi sich beklagt, ja, die Gespräche, die gehen very slowly, also da ist nicht so ein rechtes Vorankommen, wir werden sehen, wie das ausgeht und das hat auch heute Jerome Powell moniert und gesagt, ja, also es wäre doch schick, wenn wir einen Stimulus hätten, das wäre gut, denn die Wirtschaft, die hat seit Mai, Juni, da ist dieser Aufschwung so deutlich abgebremst, wir brauchen jetzt diesen Stimulus, so praktisch der Appell von Jerome Powell und das trotz der Tatsache, dass die Verschuldung der USA geradezu skyrocketing ist. Wir haben jetzt um und bei 15% des BIPs an Minus, das die USA in diesem Jahr machen und er will noch ein bisschen mehr. Stimulus heißt der Schuldenaufnahme und diese Schulden muss ja irgendwer finanzieren. Hier sehen wir, dass jetzt auch zum Beispiel das Handelsbilanzdefizit wieder größer wird. Größtes Handelsbilanzdefizit heute vermeldet seit dem Jahr 2006, zweitgrößtes seit dem Jahr 1992 und irgendwer, wie gesagt, muss die Schulden kaufen, wenn man ein solches miserables Handelsbilanzdefizit aufweist. Das waren vorwiegend bisher die Chinesen und die Japaner, aber die Chinesen sagen sich jetzt, oh, guckst du, wir haben ein bisschen Stress mit den Amerikanern, dann kaufen wir doch lieber japanische Staatsanleihen. Das scheint jetzt der Fall zu sein. Hier besorgniserregend, sagt hier NetAlliance zum Beispiel zu dieser Entwicklung. Hier ein Bericht der Nikkei Asia, der das hier gezeigt hat. Und wir sehen, um zu den Märkten nochmal zu kommen, dass die Insider nach wie vor
verkaufen und eben nicht, wie zum Beispiel auf dem Märztief massiv als Käufer aufgetreten sind. Das ist im März, April 2000, waren diese Insider auf der Käuferseite und zwar ziemlich eindeutig. Sehen Sie vielleicht hier in die Grafik und jetzt sind Sie es nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Sie sind weiter auf der Verkäuferseite und wir haben jetzt natürlich eine etwas komische Situation rein, was die Technik betrifft der Märkte. Wir haben zwar teilweise Widerstände jetzt überwunden, was den S&P betrifft. Wir haben eine positive Entwicklung beim MACD, aber wir sind auch über den 50er gleitenden Durchschnitt gegangen beim S&P 500, aber der übergeordnete Trend seit dem September Hochs ist nach wie vor bärisch. Wir haben jetzt einen überkauften MACD und wir haben Intermarktrelationen, die auf Sell stehen, um mal sozusagen hier diese technische Situation zu skizzieren. Also, es tut sich was unter der Oberfläche. Wir haben tektonische Bewegungen, die teilweise gar nicht so evident sind, die man vielleicht nicht so sieht. Da muss man schon sein Ohr ein bisschen auf den Boden legen. Diese tektonischen Verschiebungen, die haben mit politischen Verschiebungen zu tun, respektive mit der Erwartung der Märkte jetzt an die US-Wahl. Die war vorher so, könnte ganz knapp werden, könnte juristisch schwierig werden. Das hat sich verschoben, ob zu Recht oder zu Unrecht, in Richtung einem klaren Sieg der Demokraten mit all den Konsequenzen, die das eben hat. Und für Tech dürften diese Konsequenzen eher negativ sein. So meine These. Und jetzt wünsche ich, meine Damen und Herren, Ihnen einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.